Liebe Freunde, ich habe gestern teilgenommen an der Orientierungsdebatte im Deutschen Bundestag. Wir hatten von der Ampelkoalition junge Menschen, die gut geübte Floskeln in theatralischer Weise und das Volk brachten. Aber wir hatten auch Menschen mit Lebenserfahrung, wie Kubicki, wie Frau Weidel, wie Chrupalla, die erklärt haben, es kann keine Impfpflicht geben und es ist eine Schande, das sagt die AfD, dass wir jetzt die Pflegekräfte, die ungeimpften Pflegekräfte ins Feuer schicken und gleichzeitig Herr Lauterbach erklärt, vielleicht brauchen wir gar keine Impfpflicht. Vielleicht brauchen wir die Impfpflicht gar nicht mehr. Vielleicht ist die Omikron-Variante der Weg aus der Pandemie heraus in die Endemie, ohne dass wir die Impfpflicht nötig hätten. Diese Familien, die Kinder in diesen Familien, die nicht mehr wissen, wie sie es nach dem 15. März finanzieren sollen, dass sie keine Arbeit mehr haben oder freigestellt sind ohne Entgeltanspruch. Die haben das auszubaden, was diese Regierung und die davor, die CDU, versaut haben. So hart muss ich das sagen. Ich kann euch nur aufrufen, bringt euren Zorn zum Ausdruck. Geht raus, geht spazieren an der frischen Luft, helft den Pflegekräften, dass sie ihren Job behalten. Wir als AfD stehen hinter ihnen und geben auch rechtliche Informationen. Kein Beistand, das dürfen wir nicht, aber Informationen. Gehen Sie zur Gewerkschaft, gehen Sie zu Rechtsanwälten, holen Sie sich dort Beistand. Es ist wichtig, gegen diesen Unrechtsstaat in diesem Falle vorzugehen. Denn wenn der zuständige Minister sagt im Deutschen Bundestag, wir brauchen eventuell gar keine Impfpflicht, dann ist das eine böse Sauerei, wenn diese Frauen und Männer, die noch Helden in der Corona-Politik waren, entlassen werden. Dankeschön.